Servus Leute, hier ist wieder euer Boompow und herzlich willkommen zurück zu Empire Total War mit den Bayern. So, wir waren ja letztes Mal dabei stehen geblieben, dass wir hier es geschafft haben, Istanbul einzunehmen. Eine, ja, der wohl besten Städte überhaupt von dem gesamten Osmanischen Reich. Also, das Osmanische Reich, muss man echt sagen, hat verdammt viel Land, aber einfach null Mittel, um sie umzusetzen. Das ist einfach ein absoluter Abfuck, dieses Land. Die haben keine übermächtigen Truppen, die haben keine überragende Wirtschaft, die haben nahezu gar nichts, haben die eigentlich. So, und wenn wir jetzt dann auch noch die zwei Schulen abreißen, dann hier Forderungen nach Reformen, das geht dann gleich schon mal um 16 weg. Also das richtig geil, richtig, richtig geil. Nun gut, jetzt ist Ankara die Hauptstadt. War absehbar. Hier unten können wir gleich mal ausbauen. Gouverneur, Opernhaus, Garnison, Reudes. Ich brauch's eigentlich nicht. Ah ja, genau, jetzt geht hier die Wirtschaft, die Handelsroute 912. Geht da mal schnell darüber. Den kann ich eigentlich gleich sogar weiter vorschicken, wenn ich ehrlich bin. Beziehungsweise auch gleich hier rein. Alter! Nee, nach der Folge muss ein Neustart her. Also, das geht gar nicht, finde ich. Diese teilweise Lags, die machen mir einfach keinen Spaß am Spiel. Das ist schlichtweg einfach Kacke. Oh, da oben kommen jetzt immer mehr Truppen raus. Macht sich Kriegsmüdigkeit breit? Ah, schade. Sehe ich nur in der Hauptstadt. Können wir die inzwischen einsehen? Bewege mich zu neuer Position. Ja, König Webstätte, lauter königliche Güter, auch eine traditionelle Universität. Ja, jetzt, wenn ich hier so nah am Zoom dran bin, ist wieder alles okay. Das ist schon seltsam. Oh. Ja, mein Gott. So, es reicht mir schon. Kriegsmüdigkeit, Vorhersage. Ja, ist ja jetzt die neue Hauptstadt. Was? 0,1% orthodox? Hä? Wo kommt das Orthodoxe her? Naja, egal. Wir haben wieder 7.882 Gold zur Verfügung und das wollen wir dazu einsetzen. Oh ja, genau. Das habe ich irgendwann mal die Folgen gesehen. Amsterdam ist inzwischen 100% katholisch. Also ziehen wir mal die ganzen Truppen ab. Truppen. Priester ab. Der da. Ahaha, ein Missionar für eine Mission, den haben wir auch noch nie gehört, den Witz. Schade, da kriegen wir die wahrscheinlich niemals weg. Diese paar Nutschallen an Prozent. Ja, Köln ist so ein kleines Problemchen, ne? Naja. Paris, inwiefern sind die ein Problem? Insofern eins, dass ich es gar nicht weiter ausbauen will, dieses Problem. Ja, aber hier können wir doch ordentlich ausbauen, nicht? Also, was baue ich denn da aus? Gehe ich am besten aus dem Norden hin? Da oben ist so ein Eisenindustrie, also so ein Eisenkomplex. Ah, den will ich mal nicht ausbauen. Wobei, da könnte ich dann zwei. Ach, nee, egal, Fabrik bringt mehr. 5, 5, 6. Mach doch lieber so ein. Wobei, warte mal, wenn ich den da ausbaue. Kann ich dann noch. Ja, dann kann ich sogar den da oben noch ausbauen. Sehr schön. Bauen wir gleich ein bisschen mal Spanien aus, die Provinz. Und das Osmanische Reich ist echt verdammt eingeschrumpft. Die haben nur noch Damaskus, Bagdad, Jerewan. Kenne ich nicht. Und Ankara. Mohahaha. Und ja, wir geben uns mal in die nächste Runde. Okay. Wo will Polen-Litauen hin? Oh, oh. Wo wollen die hin? Die ziehen erstmal ihre gesamten Truppen ab. Die wollen jetzt wahrscheinlich erstmal noch schön bei mir hier Technologien klauen. Naja, mir ist es egal sein. Die existieren ja eh nicht mehr lange. Naja. We will see. Oh, jetzt geht wieder das beim Mogulreich los. Alter Schwede, ich
schlaf doch jetzt schon wieder. Ich glaube, langsam wird es langweilig für euch, oder? Nein, aber so fühle ich mich gerade eben. Also manchmal, wie ich schon letzte Folge gesagt habe, wünsche ich mir echt, dass ich diese blöde Funktion doch nur ausgeschalten hätte. Ich glaube, jetzt nachträglich gesehen... Aha. Sehr intelligent von denen gemacht. Muss man schon sagen. Bei denen ist es auch jedes Mal dieselbe Bewegung. Ah, es fängt an zu regnen. Da ist der Regen, der vorhergesagte. Hoi, hoi, hoi. Hoppala. Forderungsschreiben Rumänien. Lol. Ach, Rumänien heißt es. Teppichwebhütte ist kaputt. Warum? Warum, Leute? Töpferwerkstatt. Dann hier. Hafen. Fertig. Hier. Ja, Ägypten. Passt. Hier auch. Ägypten. Ey. Ganz schön laut. Das ist ja auch ganz schön unverschämt, hier so laut zu sein. Sei leiser, Regen. Jetzt muss ich gerade nachträglich überlegen, ob ich nicht irgendwo ein Fenster offen habe. Das wäre nämlich gar nicht mal so geil. Naja. Und wenn, jetzt wäre es auch schon zu spät. Oh, oh, oh! Wir haben hier sogar einen Puffel drin. Nice. Na, dann jagen wir den doch ganz kurz raus. Ist jetzt mehr? Nee, der hat da drin auch schon gewirkt. Egal. Ist ja trotzdem recht geil. Oh, oh. Und wie schnell wir die unter Kontrolle gebracht haben mit Abriss der zwei Schulen. Nice. Richtig geil, Mann. Da können wir ja gleich das bauen und das bauen. Sehr geil. So lobe ich mir das, so lobe ich mir das. Sehr schön. Gut, dann brauchen wir hier unten noch unser Dampfschiffelein. Das ist hier. Das darf mal hier in den Hafen reinfahren. Palästina ist inzwischen alles tutti. Ja, komm, jagen wir die gleich mal nach Damaskus rüber. Hehehe. Leider... Wollen die jetzt nicht mehr? Die wollen jetzt leider auf die Art und Weise nicht mehr kapitulieren. Schade. Gut, tue ich hier erstmal 5 raus. 5 ist so eine blöde Zahl. Einer zurück. 2 zurück? Nee, der zweite war zu viel. Sehr schön. Dann du mal bitte wieder aufs Schiff. Ah ja, nee, doch, einer geht bitte wieder raus. Der da, am besten irgendein Frischer, der muss nämlich hier nach Alexandria laufen und den Hafen schützen. Sei leise, Regen. Warte mal, einen Moment, ich bin mal kurz still. Bin mir nicht sicher, ob ihr den sogar hört. Also ich glaube, mein Mikrofon ist dafür zum Glück gut genug, dass der das rausfiltern kann. Dass das rausfiltern kann. Mikrofon ist kein der. Der ist nur der Gerät. Ja, der war schlecht. Aber egal. Ja, wir müssten eigentlich echt schnell nach Ankereiz laufen. Wie machen wir das am schlauesten? Lassen wir doch noch ein paar Milizen da. Warte mal. Also, einer bleibt am Ende da. 3 können wir dann dahin. Dann können wir 2 wieder abziehen. Ja, das müsste dann für den Bereich reichen. Doch, passt schon. Oder? Moment. Einer muss ja noch da in den Hafen. Einer muss da in den Hafen. Einer darüber. Hm. 1, 2, 3, 4. Muss ich noch einen auf jeden Fall raus. Dann... Noch einer für den Hafen, noch einer für den Hafen. Ja. Gut, das passt dann soweit. Dann müssen wir weiter schauen.
Ah ja, mein Schiff. Das muss mal darüber, bitte. Den Handelshafen tun wir mal bitte besetzen. Ei, scheiße. Ach, egal. Da sind nur ein paar Down drin. Das passt ja soweit. Wenn es weiter nichts ist. Dann, ja. Die Schlacht sollte relativ schnell geschlachtet werden. Oder geführt werden können im korrekten Deutsch. Und jetzt brauche ich dann doch wieder ein bisschen was. Ich habe sogar relativ lange für sonstige Aufnahmeverhältnisse durchgehalten. Naja, nachträglich möchte ich mich nochmal für die 3 oder 4 Folgen davor erschienene kurze Folge entschuldigen, was ich schon in der Folge hoffentlich getan habe, weil ich habe das nämlich noch nicht produziert, den zweiten Teil. Ja, uns ist ja, wie schon gesagt oder wie auch noch nicht gesagt, da diese komische Hochdruckpumpe oder so mal in den Arsch gegangen. Ja, das war eine Sauerei und dementsprechend hatte ich auch keinen Bock und auch keine Zeit mehr danach weiter aufzunehmen. Also, naja, sollte eigentlich, hoffe ich mal, kein Problem sein. So, ein kurzes Schlückchen genommen und weiter geht's. Die Mörser bitte so positionieren, den General hierhin. Die Pferde positioniere ich sogar mal dahinter. Ein Moment. Die Kürassiere können sogar mal noch ein bisschen weiter hinter. Der General schließt sich an. Die Mörser tun wir auch weiter hinter, damit die leichte Infanterie hier sich hinstellen kann. Im Verhalten von ihr und 3, 2, 1, go! Erschütterungsgranaten und bitte sofort auf die Hobbitzen, denn die sind mit Abstand das Gefährlichste. Und 3, 2, 1. 3, 2, wie sieht der eigentlich noch was? 3, 2, 1. 1. Bam, 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 bam. Oh, Backe. Das war relativ effizient. Relativ effizient. Ja, genau. Du machst es genau richtig. Nein, nein, weiter. Ja, genau. Da darfst du langlaufen. Und auf Wiedersehen. Hallo, ihr solltet flachpfeifen. Geht doch. So, bitte auf die da immer noch. Sonst wird's gleich kacke. Das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Fein habt ihr das gemacht. Wow! Erstmal schön die eigenen Männer abschießen. Mhm. Zack. Oh, oh, oh! Scheiße, Mann. Die Mörser machen doch echt, was sie wollen, oder? Ich hab gesagt, auf die Hobbitzen da hinten. Oh, ach du Scheiße. Es ist ja... Es ist ja lächerlich, was die da Gegenwehr bringen. Jetzt schießen wir denen noch ordentlich hinterher, genau. Ja, wir haben ja sonst keine Hobbys. Beziehungsweise ihr da. Aber ihr macht das gut. Mit eurer Leistung bin ich zufrieden. Nur mit eurer nicht so ganz. Mit eurer bin ich nicht so ganz zufrieden. Denn ihr sollt endlich mal dahin schießen, wo ich es euch befehle. Ihr macht mir nur Probleme. Und ein taubes Gehör irgendwann. Mit euren Schüssen. Ja, auf die Fliehenden. Genau. Leute. Ja, 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 komm. Oh, meine Fresse, ey. Ihr sollt da endlich hinschießen. Meine Güte, ey. Das ist doch ein Krampf mit euch. Okay, was machen die da hinten? Habe ich die ein bisschen scheiße hingestellt. Egal. Wenn es weiter nichts ist. Aber ich sag euch immer noch, ihr sollt die da nehmen. Vielen Dank. Vorspulen und... Ah, jetzt tun sie ankoppeln. Sehr nice. Ja, die haben mal wieder woanders hin, das ihr zieht. Oh! Jawohl! Der hat gesessen.
Leute, ihr müsst halt einfach mal das abschießen, was ich euch befehle. Dann werdet ihr die geilsten ever. Oh, komm, der... Oh, schade. Der ist ja leicht verhungert. So. In Reichweite bin ich so gut wie. Außer Atem. Tch. Auf die Tataren jetzt noch ein, zwei schöne Explosionsladungen und dann war's das mit denen. Komm, wir gucken mal wieder aus der Sicht von ihnen. Welche könnten da gut kommen? Eins, zwei oder drei. Der da sieht gut aus. Der da sieht gut aus. Ja, schade, der... Immer ganz minimal daneben. Immer ganz minimal daneben. Schade. Komm, da müsste einer mal... Oh, komm. Der da sieht gut aus. Der sieht ganz nice aus. Jawohl! Wie ich gesagt habe. Ja, sah ganz geil aus. So, jetzt bitte mal ein bisschen nach vorne. Ja, machen wir es so lieber. Ja, ihr müsst nicht so schnell laufen. Ihr müsst einmal komplett darüber. Das passt mir auch nicht so ganz. Aber nur gut. Man kann es nicht ganz ändern. Oh, ihr bitte auch. Also. Oh, 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 oh. Ah, schade. Ja, fast. Ihr müsst die Gebäude nicht kaputt machen. Da mache ich schon später, wenn ich will. Ah, schön, der Flankenträger wurde getroffen. Ja, rennt weiter ins Kanonenfeuer. Macht er fein. Oh, oh! Na, ah, schade, wenn sie sich nicht bewegt hätten. Scheiße, wäre das geil gewesen. Ey, Leute. Oh, ihr seid natürlich ganz minimal nicht im Schussradius. Ihr könnt mich mal. So, lauft. Spaßerlacken. Oh, was machst du denn da? Ihr seid ein bisschen seltsam. Oh! Ja, das ging flott. Oh. Oh, oh. Nicht noch eigene Männer treffen. Ja, aber die fliehen eh schon. Bast! Und wieder eine weitere Stadt eingenommen. Wieder triumphiert. Oder kurz, wieder durchgesetzt. 6 Mann habe ich verloren. Nicht aber sehr viel. So, Syrien eingenommen. Sehr geil. So, erstmal hier schöne Miliz abziehen. Die zu mir dahin. Die andere Miliz schicken wir mal. Ja, auch schon mal da in den Hafen rein. Den Hafen bauen wir aus und danach reparieren wir noch alles fein. Und bauen dann natürlich auch noch eine schöne Mauer drumrum. Oh. Nein! Spiel, kackt mir jetzt nicht ab! Oh oh. Nein. Nein. Fuck! Ja, Leute, das war dann wohl doch nicht so geil. Netter Black Screen. Ich beende dann an dieser Stelle doch mal lieber die Folge. Und ja, ich werde bis zur nächsten Folge alles wiederherstellen. Oh, scheiße. Ich habe ja letzte Folge nicht gespeichert. Egal. Bis dahin. Ciao.